Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Folge Ausblick. Und ja, wir haben Änderungen an Schiffen und zwar diesmal eine Menge Forschungsschiffe, die sich ändern. Also Schiffe, die ihr tatsächlich schon im Spiel habt, die sich jetzt dann verändern. Und das erste Schiff, was ihr hier seht, ist die Hindenburg T10 Kreuzer der Deutschen. Und ja, da gab es ja eine Menge Änderungen in dem letzten halben Jahr, ne? Also wir haben ja dann einen Nerf gehabt von 10 hoch auf 11,5 Sekunden oder so. Dann gab es einen Buff auf 10,5 Sekunden. Und jetzt gibt es wieder einen Buff. Und zwar nicht zurück auf 10 Sekunden, sondern sogar unter 10 Sekunden auf 9,8 Sekunden, wo der Kreuzer plötzlich nicht mehr effizient genug war und Wargaming da jetzt wieder gegensteuert und die Statistiken weiter ausgewertet hat. Ich hatte hier bei meiner Hindenburg die Hauptbatterie-Modifikation 3 drin und bin so auf 9,2 Sekunden gekommen. Jetzt muss man sehen, 10,5 hatte ich, also 1,3 Sekunden gespart. Jetzt haben wir 9,8. Das heißt, ich komme auf jeden Fall wieder unter meine 9 Sekunden, werde wahrscheinlich dann bei 8,5, 8,4 Sekunden landen. Ja, dann hat man wieder eine sehr, sehr angenehme Nachladezeit. Da könnte man dann glatt überlegen, eventuell wieder auf Reichweite zu gehen oder so eine Sachen. Nein, naja, ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall die Änderung bei der Hindenburg. Und dann kommen wir zur Montana, T-10-Schlachtschiff der amerikanischen Navy. Auch da gibt es eine Veränderung und das finde ich eigentlich so ziemlich sinnvoll, weil es auch logisch ist. Denn viele amerikanische Schlachtschiffe haben eine Reparaturmannschaft und die bietet nicht 0,5 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte, sondern 0,66%. Das einzige Schiff, was diese bis jetzt nicht hatte, war die Montana auf T10. Komisch. Das Schiff hat die höchste Tierstufe und hat dann aber weniger Heal als das Schiff auf T9. Das wird jetzt überarbeitet und es geht jetzt eben hoch auf 0,66% der Gesamttrefferpunkte des Schiffes pro Sekunde. Ich habe es jetzt gerade mal ausgerechnet mit der India-Delta-Flagge zusammen, sind 762 Trefferpunkte, die pro Sekunde wiederhergestellt werden. Ohne India-Delta 635 über den Daumen. Aktuell haben wir in der alten Variante mit India-Delta-Flagge 577. Das ist also ein deutlich spürbarer Buff, den man dann merken wird, wenn man stark unter Beschuss ist und dann eine Trefferpunkte halt wiederherstellen kann. Wenn man viel brennt, kann man auch viel wiederherstellen. Wenn man viel flutet, kann man auch viel wiederherstellen. Andere Sachen sind dann nicht so schnell wiederherstellbar oder weniger stark wiederherstellbar, ne? Weiter geht's mit der russischen Marine. Da haben wir die Kreml. Auch da das T-10-Schiff, die Kremlin, so viel Zeit muss sein. Die wird genervt, denn bei der Kremlin wird bemängelt, dass die halt auch noch spät im Spiel relativ stark ist und ein Flugzeugträger relativ wenig dagegen machen kann. Und da wird eben die Luftabwehr genervt. Und zwar werden die Trefferpunkte der Flugabwehrstellung reduziert. Das heißt also, sie werden schneller außer Gefecht gesetzt, sind dann vielleicht sogar total verlustig nachher. Und damit kann die Kreml leichter angeflogen werden und dann halt auch für Flugzeugträger besser unter Beschuss genommen werden. Das ist eigentlich so ein Nerf, der von Wargaming jetzt angekündigt wurde im Stream und halt auch im Dev-Blog. Ja, ob das jetzt ausreicht, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob das ein guter Anfang ist. Es wurde ja schon mal vor einiger Zeit der Alpha-Damage der AP-Granaten verändert und so. Also, das entwickelt sich immer weiter, dieses Schiff. Sagen wir mal so. Und dann kommen wir nach Europa. Die Bliskawiska, die kriegt auch eine Änderung. Und zwar werden die Schusswinkel der Geschütze geändert. Der erste Turm, da werden die Drehwinkel, ja, also so wie weit ein Turm nach links oder rechts drehen kann, um 10 Grad erhöht. Beim zweiten Turm um 1 Grad. Der hat ja auch ein Rohr mehr. Wahrscheinlich wollen sie das damit ein bisschen ausgleichen. Und dann gibt es im vierten Turm hier hinten 15 Grad mehr Drehwinkel. Und auch bei den Torpedos gibt es eine Änderung. Da wird der Spread, also der Winkel, in dem die Richtung die Torpedos abgesetzt werden, nach hinten um 8 Grad erweitert und nach vorne um 2 Grad. Ne, 8 dann ist ja hinten. Also nach hinten um 2 Grad, nach vorne um 8 Grad. Also auch da wird es dann wohl komfortabler sein, Torpedos abzuwerfen, zumindest ist das die Absicht, und eben auch Ziele zu bekämpfen, wenn sie halt nicht direkt vor einem fahren und so eine Sache. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Das ist das, was da rein soll.
Weiter geht's dann mit der französischen Marine. Da haben wir jetzt 4 Schiffe, die jetzt sich verändern werden. Und das erste ist ein T3-Zerstörer, nämlich die Fusier, die jetzt hier noch in den alten Werten zu sehen ist. Wir hatten hier vorher auf dem A-Rumpf 9300 Punkte. Der wird genervt und zwar zusammen auf 7900 Punkte. Und der B-Rumpf, der hat 10.900 Punkte und wird jetzt genervt auf den Wert des ursprünglichen A-Rums, nämlich 9.300 Punkte. Und ja, damit soll die Kampfeffizienz im Verhältnis zu anderen T3-Zerstörern ein bisschen angepasst werden. Weiter geht's dann mit der Tierstufe 9 der französischen Zerstörer Mogador. Auch da wird es Änderungen geben, auch da ist es Nerf, ganz klar. Die Erfassungsweite, also die Entdeckbarkeit, auch zu Wasser, steht jetzt hier mal noch 9,0 Kilometer, wird genervt auf 9,54. Also ihr werdet in Zukunft weiter zum Wasser auf Wasser erkennbar sein. Auch zu Luft wird die Erkennbarkeit steigen von 4,35 auf 4,59. Und wenn ihr im Nebel steht und schießt, dann seid ihr nicht mehr 3,7 sichtbar, sondern in Zukunft 3,96, also quasi 4 Kilometer kann man sich merken. Und dann gibt es noch eine Veränderung bei der Erkennbarkeit der Torpedos. Das sind jetzt noch 1,4 Kilometer, in Zukunft werden es 1,8 Kilometer sein. Und weil wir eben schon über den T9-Dampfer gesprochen haben, wird sich auch beim T10-Dampfer was ändern, die Kleber. Auch da wird die Aufklärungsreichweite sozusagen, also die Erkennbarkeit zu Wasser erhöht, von 8,9 Kilometer hoch auf 9,88 Kilometer, also quasi 9,9 könnte man gerundet sagen. Die Flugzeuge werden euch auf 5,38 Kilometer in Zukunft entdecken. Also auch da ein deutlicher Nerf um mehrere hundert Meter. Wenn ihr im Nebel steht und schießt, geht ihr jetzt 4,15 Kilometer weit auf, anstatt vorher 3,6. Und die Erkennbarkeit-Reichweite der Torpedos wird auch hier, wie bei der Mogador, auf 1,8 Kilometer angehoben. Etwa halt, das ist so die Begründung, die Wargaming dazu anführt, möglich aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Erkennbarkeit, die man ja runterskillen kann, und der relativ hohen Geschwindigkeit der Schiffe möglich, sich relativ schnell nah ranzubringen an den Gegner und dann eben diese vernichtenden Torpedos zu benutzen oder halt so einen richtig krassen Raid zu machen und der Gegner hatte zu wenig Zeit, um sich zu wehren. Jetzt hat er wahrscheinlich eine Salve mehr Zeit, irgendwie so. Und damit sollen die französischen Zerstörer ja, besser bekämpfbar sein auf den hohen Tierstufen. Das ist zumindest das, was sich Wargaming davon verspricht. Und das letzte Schiff für heute ist dann die Henri, der T-10-Kreuzer der Franzosen. Da gibt es auch Änderungen und da geht es hauptsächlich um den Motorboost. Und zwar wird da die Geschwindigkeit, wie schnell dieses Schiff beschleunigt, wenn ihr auf den Button Motorboost drückt, verändert werden. Ja, also vorher konnte man relativ schnell einfach Motorboost drücken, um dann den Beschuss, den man dann erhalten hat, auszuweichen. Und ja, das ging halt relativ schnell und das wird jetzt eben angepasst. Der Übergang zum Motorboost wird eben ja deutlich smoother sein. Das heißt, in dem Sinne, ihr werdet länger brauchen, um dann die neue Maximalgeschwindigkeit, die um 20% gesteigert wird, bei diesem Motorboost zu erreichen. Ne? Ihr fahrt hier eine maximale Geschwindigkeit von 36,8 Knoten mit Sierra Mike und dann mit dem Motorboost eben 20% schneller. Und genau der Übergang in dem Bereich wird es eine Änderung geben, dass er eben nicht mehr so schnell beschleunigt. Aber ihr werdet immer noch die gleiche Geschwindigkeit erreichen, es wird nur länger dauern, bis ihr diese Geschwindigkeit erreicht. Das ist eigentlich ja das, was Wargaming zumindest dazu sagt. Wir werden uns überraschen lassen, ob es bei diesen Änderungen bleibt oder ob in Zukunft noch weitere Änderungen hier ins Spiel kommen werden. Ich finde gerade die Änderung bei der Hindenburg und bei der Montana ziemlich cool. Bei der Kreml ist mir die Änderung eigentlich ein bisschen zu wenig. Ich könnte, ja, ich weiß nicht, ob der alleine diese Flugabwehränderung reicht, um das Schiff anfälliger im Mid- oder Late-Game zu machen. Weiß ich nicht genau. Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das so viel Änderungen hat. Dazu muss ja auch immer noch ein Flugzeugträger im Spiel sein. Ne? Das heißt, in Spielen, wo kein Flugzeugträger dabei ist, hat die Kreml nichts an Schlagstärke verloren. Ja. Bei der Blyska-Wiska, wenn ich mir das jetzt so überlege, die Schusswinkel werden verbessert, die Torpedowinkel werden verbessert, kann man sich drüber freuen. Die Blyska wurde ja schon vor kurzem gebufft und jetzt bekommt sie eben noch einen Buff.
Finde ich ziemlich cool. Ja, zu den anderen französischen Zerstörern kann ich nichts sagen, weil ich die alle drei nicht habe und habe sie auch ja nicht wirklich groß Probe gespielt oder getestet oder irgendwas. Deswegen, die Franzosen-CDs liegen mir eh nicht so, glaube ich. Und von daher müsst ihr da selber in den Kommentaren mir am liebsten schreiben, wie ihr die Änderung findet und ob das für euch nachvollziehbar ist. Vielleicht seid ihr auch öfter schon mal Gegner von der Kleber gewesen. Wurdet ihr häufig geradet? Ich habe es persönlich jetzt noch nicht so häufig mitbekommen. Ich weiß nur, bei uns im Clan gerne Kleber-Divis gefahren wurde und teilweise mit dreimal Kleber und so eine Sachen. Also irgendwas muss da dran sein, glaube ich. Aber ich selber kann es halt jetzt nicht so, so stark einschätzen. Bei der Henri mit dem mit der Beschleunigungsveränderung, ehrlich gesagt, habe ich die Henri nie so genutzt. Kann ich mich jetzt aktiv nicht daran erinnern, dass ich das ausgenutzt habe, um mich Beschuss zu entziehen, also um auszuweichen. Ich habe mich dann immer versucht anzustellen, natürlich links oder rechts zu manövrieren oder so, aber nur das reine Beschleunigen genutzt zu haben, um mich dem Beschuss zu entziehen. Das habe ich in der Vergangenheit schon nicht getan und ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Aber gut, wie immer, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren konstruktive Kritik dalassen, also positive wie negative, zählt ja alles als Kritik. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, Abo drücken, Glocke, Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, weiterempfehlen, wenn ihr den Kanal jetzt das erste Mal gesehen habt und uns noch nicht kennt. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream hier auf unserem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.